Vertragsrecht ist unser Thema und ich habe dem Ganzen mal ein Zitat vorangestellt. Schauen Sie mal bitte kurz auf das Zitat. Paul Getty, ehemals reichster Mann der Welt, bis Bill Gates kam. Paul Getty Öl, Bill Gates Computer, das ist bekannt. Und der hat gesagt, wenn man einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn man ihm nicht trauen kann, ist sein Vertrag nutzlos. Ja, da ist sicher viel Wahres dran. Gleichwohl ist es sinnvoll, Verträge zu machen. Nicht in erster Linie, um sich vor allen Eventualitäten des Lebens zu schützen, denn das geht nicht, aber um Klarheit zu schaffen. Ja? Verträge, schriftliche Verträge schaffen Klarheit. Wenn etwas schaffen Strukturen, genau. Wenn etwas in die Schriftlichkeit geht, wird es klar und dann kann man sehr viel weniger, man kann immer noch diskutieren, man kann immer noch über Auslegung diskutieren, aber wenn es aus der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit kommt, wird es deutlich klarer. Und deswegen ist es sinnvoll, im Wirtschaftsleben Verträge zu machen, die Dinge in die Schriftlichkeit zu bringen. Das heißt ja nicht, dass man dem anderen misstraut, aber wenn mal ein Zweifelsfall auftaucht, dann haben wir das überhaupt geregelt? Schauen wir mal nach, das weiß man doch nicht mehr. Ja, das weiß man, das hat man doch nicht im Arbeitsspeicher, so etwas. Dann schaut man nach und wenn man es nicht geregelt hat, gut, dann macht man eine Ergänzung zum Vertrag und regelt es jetzt. Ja, so geht das. Die besten Verträge sind die, die man in die Schublade legt und dann nie wieder angucken muss. Ja, das sind die besten Verträge, die man machen kann. Ja, sie schaffen Klarheit. Was sind die Grundregeln für Verträge? Wir nennen das Privatautonomie. Autonomie heißt ja nichts anderes als Selbstständigkeit. Ja? Wenn jemand autonom ist, dann kann der selbstständig handeln. Frei handeln. Frei. Ja? Autonomie hat mit Freiheit zu tun. Das heißt, Selbstständigkeit im privaten Bereich. Hier geht es also um Freiheitsrechte. Kleiner historischer Exkurs, ohne hier in Details gehen zu wollen. Das BGB beruht wesentlich auf den Grundprinzipien der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja, etwas, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann, weil wir es nicht mehr anders kennen von unserer persönlichen Lebenserfahrung, was aber damals die Zeit geprägt hat, dass es Stände gab mit unterschiedlichen Rechten, den Adelsstand, Bürger, Leibeigene und so weiter und so weiter. Und dass man, wenn man innerhalb dieser Strukturen festhing, überhaupt keine Möglichkeit hatte, sich zu entfalten. Und das hat die Französische Revolution beseitigt. Und es gab damals ein bürgerliches Recht, wesentlich von Napoleon beeinflusst. Und dieser Code Napoleon, wie man ihn auch nennt, hat im Prinzip alle bürgerlichen Gesetzbücher hier in Zentraleuropa beeinflusst. Ja, und Freiheit ist eines der wichtigen Grundprinzipien. Das BGB sollte damals Freiheitsrechte festschreiben. Es hatte 26 Jahre gedauert in Deutschland, bis das BGB dann 1900, kann man sich gut merken, ne, 1900 in Kraft getreten ist. Vorher 26 Jahre Diskussion, 26 Jahre. Ja, zwei Entwürfe und schließlich dann 1897 beschlossen und 1900 in Kraft getreten. Eines der wichtigsten Meilensteine weit über die Rechtsgeschichte hinaus. Ja, dieses bürgerliche Gesetzbuch. Übrigens bis heute in den wesentlichen Zügen, in der Struktur sowieso, aber auch in wesentlichen Inhalten völlig unverändert. Ja? Es gibt Dinge, die haben sich geändert, ganz klar. Im Schuldrecht habe ich vorhin schon angesprochen, im Eherecht. Ja, hat man Dinge geändert der modernen Zeit und geänderten Überzeugungen angepasst, aber die Strukturen im BGB und die wesentlichen Kernelemente sind bis heute unverändert. Schreiben Sie mal heute etwas oder machen Sie mal heute etwas, was über 100 Jahre später noch völlig unverändert so besteht. Ja, was ist seit 1900 passiert? Alles. Ja, zwei fürchterliche Weltkriege, eine Hyperinflation, eine neue Staatsgründung, eine Diktatur, alles. Ja, alles, was passieren kann, ist passiert. Und trotzdem steht das BGB im Wesentlichen unverändert da. Ja, inhaltliche Änderungen gab es, gar keine Frage, aber strukturell unverändert. Fünf Bücher nach wie vor, die wesentlichen Prinzipien nach wie vor. Und eines der wesentlichen Prinzipien waren die Freiheitsrechte.
Und da sind wir jetzt. Privatautonomie heißt Abschlussfreiheit und Gestaltungsfreiheit. Also Freiheit, ne? Freiheitsrechte, Abschlussfreiheit und Gestaltungsfreiheit. Abschlussfreiheit heißt, dass zunächst einmal jeder mit jedem Verträge abschließen kann. Das ist für uns heute selbstverständlich. Heute würde man sagen, ja, wo ist denn das Problem? Ich wäre auf gar nichts anderes gekommen. Aber es gab Zeiten in unserer Geschichte, da war das längst nicht so. Wenn sie ein Leibeigener waren, da durften sie keine Verträge schließen, da durften sie gar nichts. Sie waren völlig entrechtet. Also jeder darf mit jedem Verträge schließen und darüber auch frei entscheiden. Der Staat mischt sich da auch nicht ein, das Rechtssystem mischt sich da nicht ein. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Ihnen hier sofort eine Ausnahme einfällt. Und es gibt wichtige Ausnahmen. Sie sehen das in Ihrer Struktur. Da unten kommt so ein Fall, der heißt Grenzen. Ja? Ihnen fällt vielleicht ein, naja, mit einem Kind ist das eben doch nicht so einfach möglich. Das fällt Ihnen vielleicht ein, weil Sie das sicher schon wissen. Darauf kommen wir gleich. Aber das Grundprinzip ist, jeder darf mit jedem Verträge schließen. Und Gestaltungsfreiheit bedeutet, man darf auch inhaltlich, also Gestaltungsfreiheit meint inhaltliche Gestaltungsfreiheit, man darf da auch alles reinschreiben. Wenn zwei sich einigen, dann hat das zunächst mal Priorität. Wenn zwei in freier Willensäußerung sich einigen auf etwas, denn nichts anderes ist ja ein Vertrag, zwei übereinstimmende Willenserklärungen, und wenn die übereinstimmen, dann kommt ein Vertrag zustande und dann kann man sich auf alles einigen, auf was man sich einigen will. Ja, also auch inhaltliche Freiheit. Man darf grundsätzlich, Ausnahmen kommen gleich, in Verträge alles auch reinschreiben. Jeder darf mit jedem Verträge schließen und man darf auch alles da reinschreiben. Das ist das Grundprinzip. Jetzt gibt es ein paar Ausnahmen. Wir sehen das, Grenzen der. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.